Darauf kommt es ja an. Okay, dann düsen wir mal los und gucken mal nach. Wenn Manni nicht unser Mechaniker ist, dann der plötzlich den lackierten Tank von unserer Frau aufgetrieben hat, ja dann. Dann winken wir nachher mal freundlich und gehen weiter. Hm? Sehe ich so. Können wir mal machen. Wie ich einfach überhaupt gar keinen Guthaben bei den Jungs habe, ist unglaublich. Aber ich hatte ja alles ausgegeben. Ne? Ich erinnere mich so dumpf, bevor ich abgereist bin. Weil ich mir dachte, ich brauche ja nichts mehr da. Auf dieser Straße habe ich schon ganz negative Erfahrungen gesammelt. Das können wir mal mitnehmen. Oh, oh, ja, das können wir ja auch mitnehmen. Mal. Bist du erkältet? Nee, das, der Husten kommt vom Rauchen, der kommt von Zigaretten. Das ist nicht gut. Ist dumm, einfach dumm. Und ein bisschen Schnupfen habe ich immer, aber. Achso, nee. Wo denn? Doch, das Motorrad doch, oder nicht? Ja, okay, wird wieder nicht angezeigt. Cope, ich habe sein Bike gefunden. Mal sehen, ob ich ihn von hier aus aufspüren kann. Okay. Meine Männer sagen, am Sandium war ein Hinterhalt. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden. Dicken Ende. Ja. It's just stupid, the smoke. Nochmal passiert mir das nicht. Wir hatten das mal. Da bin ich da durchgegangen und dann hat mir so ein Typ gebissen und ich war tot. Das passiert mir nur einmal. Aber ich glaube, wenn das hier so gewesen wäre. Heißen Tee mit Himbeeren? Ja, Tabletten gegen Erkältung. Okay. Was auch gut ist, ist Thymian-Tee. Ich weiß gar nicht, Thymian kriege ich gar nicht übersetzt. Ingwer, Honig und Zitrone. Ist auch gut. Thyme ist Thymian. Okay. Ingwer wusste ich mal, komme ich aber gerade nicht drauf. Was ist hier welche? Psst, psst. Psst, psst. Wo? Was? Ausschalten, verdammt! Ja, okay, super. Das ist ein sehr
schöner und hilfreicher Whisper. Werde ich wahrscheinlich heute Abend leider machen. Mann, ich will das noch. Jetzt muss ich noch hier das noch erst aufdecken hier. Oh, das ist ein guter Schuss. Ich muss doch hier erst. Das Spiel ist das so gebaut, dass ich hier irgendwie erst aufdecken muss. Gering. Ich hätte jetzt keinen Anhaltspunkt, warum mich. Wie lange ist das her, wo ich es gespielt habe? 2 Jahre oder sowas? Also mir würde jetzt auf Anhieb erstmal jetzt kein Grund ein. Ich habe sie gesehen, ich wollte sie aufnehmen. Aber hatten wir lange nicht mehr. Unser Freund die Bärenfalle. Hatten wir lange schon nicht mehr. Muss ich sagen. Ich krieg bestimmt ein Achievement, wenn man alle gefunden hat. Also in alle reingetreten sind. Kriegst bestimmt ein Achievement für. Bin mir ganz sicher. Von der Seite. Fertig. Scheiße, er ist tot, ne? Kommt die eine Horde? Ich glaube, er hat es nicht geschafft, ne? Die Geisel ist tot, glaube ich, ne? So ein Scheiß. Was hast du hier? Welche Mani halt dich bedeckt? Manni habe ich doch nicht gerettet. Manni ist doch tot, oder nicht? Oder liegt der noch hier? Hier, hier! Ah, ne. Ah, okay. Hi, Manni. Weil das Symbol weggegangen ist. Hey! Ich hätte ihn schon aufgehalten. Außerdem, wer außer dir weiß denn schon, wie man einen Vergaser baut? Ach, okay. Geh zurück. Schön langsam. Kriegen wir hin. Kein Box. Oh, jetzt habe ich die Sniper dabei. Ganz ehrlich, die können aber auch nichts mehr, ne, oder? Könnte ich diesen Bären mal bitte auseinandernehmen? Ach, das geht mit denen nicht, ne? Was bist du? Ein bisschen in der Tonentlosschleife gefangen?
Der macht den Wolf nach. Ja. Das ist wieder Wolf. Jetzt echt? Bringen Manny zusammen Bike zurück. Ja, okay. Dann gehen wir einfach mal vor. Manny, komm mit. Manny, ich muss uns auf die Schiene. Wo ist denn Manny's Bike überhaupt? Der kommt mir gar nicht hinterher, der Mann. Wo ist denn sein Bike? Sein Bike war aber ungefähr da, wo unser steht, ne? Gibt's hier eine Abkürzung? Müssen wir hier unten durch? Nee. Ja, aber ich komme aus dieser Quest gerade nicht raus. Was ist das denn? Ich komme aus der Quest nicht raus. Ja, ist doch die Chance. Mag er nicht, weil die noch Zombies sind oder so vielleicht? Mist. Manni, was machst du denn? Gut, gut. Ja. Spielabend. Nulu 20, ja, okay, geladen. Nulu 18, das müsste hinkommen, oder? Vor zwei Minuten. Scheiße, Dick, du hast es geschafft. Oh, scheiße. Okay, das war's. Ich war zu lange im Camp. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, okay. Dann lass uns jetzt von hier verschwinden. Hey, da lasse ich mich nicht lange bitten. Was zum Henker ist passiert? Was hast du hier draußen gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe ewig nichts besorgt. Ich dachte, vielleicht, ich weiß nicht, mache ich zu wenig. Weißt du? Mit einer Waffe rumrennen, das können eine Menge Arschlöcher hier, Manny. Aber Bikes reparieren, das können nicht viele. Ja, ja, hat Cope auch gesagt. Ja, ausnahmsweise gebe ich dem Bastard mal recht. Also, was meinst du? Warum muss das so sein? Der ist ja laut, wie denn, ne? So? Dass sich hier draußen alle gegenseitig umbringen. Manny. I just reloaded the game because of this bug and this seems to help. Weißt du, wie viele Leute im Knast saßen, bevor alles den Bach runterging? Ich meine, hier in den Staaten? Na, keine Ahnung. 2,5 Millionen. Und mit denen, die auf Bewährung draußen waren, sind es fast 7 Millionen. Also einer von 35 war jemand, der auf das Gesetz scheißt. Und das sind nur die, die geschnappt wurden. Scheiße. Die Frage ist also nicht, warum es jetzt so ist. Die Frage ist, warum es nicht immer so war. Ich glaube, ich bleib ab jetzt lieber im Camp. Ist vermutlich eine gute Idee. Kommst du jetzt klar? Ja, ja. Hey, Deke, hast was gut, Mann. Danke. Ich wäre jetzt tot, wenn du nicht... Manny, halt dich bedeckt. Halt dich bedeckt? Sie geben dir Essen. Das ist ja gut. Und jetzt mach, dass du hier wegkommst. Kein Lächeln. Big Buck. Good evening. Thinking about getting this game. How do you like it? Just a second. Money. Erst schlachtest du mein Bike aus, nur damit ich einen Haufen Punkte brauche, um es wieder zusammensetzen zu lassen. Dann hast du keine Ahnung, was mit dem Spezialtank passiert ist, den mir meine Frau geschenkt hat, und jetzt lässt du dich gefangen nehmen und beinahe killen. Weißt du, warum ich mich mit dir abgebe? Wir Schrauber müssen zusammenhalten. Naja. I like the story with some twists, and the graphics are very nice.
Overall a good game. I don't know. I guess I bought it in sale. So it depends on the price. How much would you like to pay? Warum hat er eigentlich seine Kutte nicht wieder? Die Grafikkarte hängt wahrscheinlich. Yeah, it was a sound, not a graphics bug. Die müsste Busa noch haben. Overall, it's a good idea to buy this game. If you like open world games, if you like driving motorcycles, and if you like to fight against a lot of zombies, and there are a lot of very, very big hordes which are running quite fast. And if you like a story-driven game. So, sounds like my kind of game. Yeah. So, definitely something to buy. Depends on the price. Maybe, probably not full price. I don't know what's the price on PC. Let me just check. Days Gone on Steam. Shop site. In Germany, it would be 50 euros. Yep. I don't know whether I've paid 50 or 25 or 30 or 20. Probably it wasn't a sale. I bought it longer time before. So, but there are several Steam sales on regular basis. There are some bugs and problems. Sometimes the voice of Deacon is way too loud or way too silent. Some strange clippings, but nothing really annoying. So the good part definitely. I hate it if I can't express it like I want. The game has more good parts than bad parts. It starts a little slower. Official retailers like Green Man Gaming have it for 22 euros. Okay. Even less when buying at Keystore. Yeah. I would recommend to stick to official retailers though. Yeah. I can double this. Sagt man doch, ne? Oder? Nee. Sagt man double oder nee? Sagt man, I second this. Genau. I second this. Das sagt man. So. Wie gesagt, ich war mal sicherer im Englischen, als ich noch in der Spedition war und jeden Tag Englisch gesprochen habe. Da war ich mal sicherer. Ich hasse es, wenn man sich nicht so ausdrücken kann, wie man sich ausdrücken. Man kommt sich automatisch ein bisschen dumm vor. Das ist nicht dumm, aber ein bisschen. Ja, du weißt ja, du kannst dich nicht so artikulieren, wie du dich in deiner Muttersprache artikulieren kannst. Und das ist halt. Also, aber so stark, sehr stark eingeschränkt halt. Und das ist halt. Man fühlt sich halt immer ein bisschen einfach gestrickt dann. Monsieur Grit. Good evening. Oder guten Abend. Nee, Monsieur Siegfried. Monsieur Siegfried. Guten Abend. Ansonsten sprechen geht. Man darf halt nur keine Angst haben, dass einen jemand nicht verstehen könnte. Die verstehen dich schon. Und ansonsten zählt immer noch das. Oh ja, viel Spaß mit den Wölfen. Und ansonsten zählt immer noch das. Argument, ich spreche wenigstens anderthalb Sprachen und du vielleicht nur eine. So, das ist ja. Ein Haufen Mörder und Vagabunden. Die schießen ohne Fragen zu stellen. Ich habe jetzt aber auch geschossen, ohne Fragen zu stellen. Das ist so eine Sache. Ah, sorry. Englisch ist eh bei einer Strichteste. Ja, aber wenn dir. Weißt du, ich wollte eigentlich gesagt haben,
Die positiven Anteile im Spiel überwiegen bei weitem. Ja. Dafür musst du es aber öfter mal sprechen. Und es ist nicht hilfreich, sich die MSDR, also die Microsoft-Hilfe anzugucken. Wenn ich was lese, lese ich englische IT-Artikel. Da also auch so ein, das ist halt so speziell so, ne? Wie spreche ich das denn? Achso, Uranus, ja, alles klar. Okay, guten Abend. Weil Abend ist relativ, aber jemand mit gute Nacht begrüßen? Ja, ja, genau, das ist, ne? Deshalb habe ich auch Good Evening und nicht Good Night gesagt. So. Brenner's Notches würde ich allerdings sagen, weil das ist ja auch nichts anderes als gute Nacht, aber klingt besser. So. Moin, moin. Lustig ist hier, wenn man sich mal Reiseempfehlungsvideos aus den US anschaut, was Deutschland betrifft, und dann auch erstmal klarer vorgewarnt wird, auf Englisch irgendetwas Abfälliges zu sagen, weil fast alle Deutschen eben Englisch. Ach, ist das so? Ach, ja, das ist natürlich dann doof. Die Jüngeren jedenfalls. Also so unter meiner Generation. Also meine Mama versteht Bruchstäbe, die hat es halt nie in der Schule gehabt. Gab es damals nicht, ganz einfach. Generell fällt es mir leichter, mit Non-Natives Fremdsprachen zu sprechen, weil die genauso rumstottern wie ich. Als neue Zuschauerin hier möchte ich mal ein Kompliment loswerden. Sehr angenehmer Stream und nette User hier. Ja, der Chat ist toll, ne? Die sind echt nett, die sind wirklich nett. Das waren die nettesten Zuschauer, die man für Geld kaufen konnte. Naja, nein, die sind von alleine gekommen. So. Das kennen bestimmt viele. Ich habe da von einem Krankenhausaufhalt noch Fizzy Water als Andecken von einem britischen Soldaten. Außer den Ärzten und der Schwester war ich der Einzige mit der englischen Gewand. Hä? Was ist denn Fizzy Water? Brenner's Notches. Ja, das passt. Ich habe... Ich versuche mal während des Fahrens zu reden. Ich hatte mal bei einer Spedition gearbeitet. Also lange. Bin ja gelernter Serfenspieler. Eigentlich gehört das jetzt gar nicht nach YouTube. Ich mache mal kurz Pause hier. Zick. Dann hätte ich mich bestimmt gegen die Wand gesetzt. Deshalb. So, wir hatten mal eben kurz pausiert. Wir haben kurz ein bisschen im Chat geschnackt. An die Streamerchen. Und jetzt fahren wir weiter. Ihr habt nichts verpasst. Kein Meter. Hast du mal Glück gehabt? Ist das Sägewerk? Sherman's Camp. Da war das Sägewerk. Ne? Moment, da will ich jetzt doch nicht hin. Ich heb dir was auf, fahre zu... Ich soll doch jetzt nicht die Sägewerkhorde machen. Das ist doch ein Scherz. Es muss doch eine andere Aufgabe für mich geben. Ich soll die Sägewerkhorde machen? Spinn die? Weißt du, wie viel das sind? Das kriegen wir heute aber nicht mehr hin. Aber im Leben nicht. Ich fahre erst nach Hause. Die Schnellreise im Kampf nicht möglich. Och nee. Muss ich nicht immer mal rechts abbiegen? Ein Hirsch auf der Straße. Vor 2 Jahren wärst du platt gemacht worden. Ich dachte mal, manche Dinge ändern sich nie. Cope, ich hab ihn. Dem Himmel sei Dank. Lebt er noch? Das fällt dir jetzt ein? Er ist ein bisschen ramponiert, aber er wird's überleben. Ein paar Drifter wollten wohl mehr über euer Camp rausfinden. Wie viele Männer da sind, wie viele Waffen und so weiter. Guck mal, Spuren. Ich hoffe, er sagte, wir haben mehr als genug. Und werden sie auch behalten. Die Bullen haben ja wohl nichts mehr zu sagen, oder? Nein, wohl eher nicht. Nein, wohl eher nicht. Sag mal, jetzt reicht's aber.
Nein, wohl eher nicht. Wenn Manny da ist, dann sag ihm, er soll im Camp bleiben. Sondern... Soll nur 500 sein? Die Horde machen wir heute noch. Wir sind doch so eine tolle Community, hast du gesagt. Du hast darauf durch Motorrad getippt. Ja, wir können die versuchen, aber ich glaube nicht. Aber ich sag mal, wenn ich die jetzt noch versuche, wissen wir ganz genau, wie die Vorhersage endet, ne? Ich glaube, das liegt auf der Hand, ne? Wie die Vorhersage endet, ne? Hey Blair, wie läuft der Waffenhandel? Schrank. Spezial. Aber 100%ig nehmen wir das Ding dann mit. Sehr gut. Die lassen wir auch. Primärwaffe. Die machen wir auch. Gute Wahl. Okay. Ja gut, das passt. Das ist doch schon besser. Okay. Ja, gut. Ich hab doch aber eben Sachen gekauft. Sehr gut. Was? Wieso zeige ich die Munition jetzt nochmal? Das habe ich nicht verstanden. Hey, ja, aber Domaris hat sich hingestellt und gesagt, die letzte Horde, das war ja Kindergarten. Das waren ja ganz wenige Zombies. Und das wird ja alles noch viel schlimmer. Okay, alles klar. So, das trägt jetzt nicht unbedingt zur... wir sehen uns. Das trägt jetzt nicht unbedingt zum Selbstvertrauen bei. Mhm, ja. So sieht's aus. Ich will mal ganz kurz gucken, wie viele Ohren wir haben. Hey, wie läuft's? Wie geht's dir, Joe? 350 ja, Ohren. Also, habe ich jetzt zumindest. Wahrscheinlich waren in der letzten Horde mit die 300 oder sowas. Aber wir schlafen erstmal, bei Schnee arbeite ich nicht. Aber ich kann nicht versprechen, dass wir die heute durchkriegen. So, wir werden sie gleich mal versuchen. Alles klar, okay. Vicky hat Dick nach dem Kraftwerk die größte Horde im Spiel gezeigt. Warte mal, wo? Ja, im Sägewerk, denke ich mir. Das war ja auch... die erste richtig riesige, die man so sehen konnte. Ich gehe davon aus, dass diese Horde ist. Da gehe ich stark von aus. Wie ist es denn hier in... Sammlerobjekt bekommen. Das gibt doch bestimmt wieder Copyright Strikes auf YouTube. Ist mir aber egal. Kann man sich hier hinsetzen? Ich würde ganz gerne schon einmal rumtrommeln. Ich will dir einfach sagen, was du mir bedeutet hast. Sekunde, ich muss mal kurz ein Foto machen. Wenn wir zur Horde gehen, gibt es sicherlich andere Fotos, die man machen kann, aber so. Bevor du den Verstand verloren hast. Die Dinge ändern sich wohl nie, aber sie sind immer noch nicht, wie sie mal gestern waren.
Ich hätte sie gestern holen sollen. Ist doch mal schön hier mitten in der Apokalypse mit dieser Musik. Kann jemand Gitarre von euch spielen? Könntest du Kirby! Ach, gute Nacht wünsche ich dir. Was du mit mir machst. Warum ist die Cam weg? Weil ich gerade dumm bin und rauche. Also ich finde das äußerst unattraktiv, wenn ich Leute ins Film rauchen sage dir, wie's läuft. Bitte, lieber Kinder, seid nicht so dumm und macht das nicht nach. Wenn wirklich weiß, wer genau du heute bist. Und ich will einfach nur nach Haus, ein Ort, den ich nicht kenn und wo ich bleiben kann. Schlimm, immer die erste Geige oder Luftgitarre. Ja, das mit den Untertiteln passt auch nicht so richtig, ne? Haben wir denn jetzt, wir haben noch geschlafen. Ach, wir haben bis zum Einbruch der Nacht geschlafen. Das ist doof. Ich dachte, es wäre schon abends. Ich mach mir kurz ein Nickerchen. Ich höre immer, wenn ich schlafe, Motorräder. Da war auch schon wieder eins. Irgendwo ganz weit hinten. Oder ein Rasenmäher. Ich weiß nicht. Das sollte reichen. Im richtigen Leben wäre es ein Laubpuster. Oh, ich könnte so oft diese Leute einschlagen. Ey. Man kann es auch mit dem Besen machen. Vor allen Dingen, die pusten den Laub immer irgendwie in die Büsche hier rein, als ob der Wind die nicht wieder rauswehen würde, anstatt dir es mitzunehmen. Wie kann ich dir helfen? Wenigstens so zu stapeln, dass im Herbst die Igel was davon haben. Das wäre auch mal was. Falls ihr ein Haus und ein Grundstück habt und ihr fegt im Winter Laub, im Herbst, hebt es für die Igel auf. Die brauchen es. Wollte ich mal so gesagt haben. Denkt an die Igel. Wie, keine Verabschiedung hier? Das ist aber bitter. Die Wahrscheinlichkeit wiederzukommen ist relativ gering, würde ich sagen. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen sagen, dass die im ersten Versuch funktioniert. Deke? Ja, Ricky. Boozer hat gesagt, du willst zum alten Sägewerk. Ja, Boozer hat halt eine große Klappe. Er ist Sicherheitschef. Er muss mir das sagen. Du erinnerst dich doch an das Sägewerk, oder? Ich habe dir doch die Horde gezeigt, die da lebt. Ja, das hast du. Die riesige Horde, die dort lebt, schläft und frisst. Ja, wie schon gesagt, das hast du. Hör zu, Ricky, als ich bei der Miliz war, da haben wir einen ziemlich heftigen Molotow entwickelt. Einen heftigen Molotow? Ja, eher sowas wie Napalm. Vertrau mir, ich schaff das schon. Wir brauchen dich. Lebend. Wie nah darf ich daran fahren? Ricky, ich mach das schon, okay? Mach dir um mich keine Sorgen. Meine Bitte. Munition ich weiß, unterwegs. Was ich tue. Ricky? Ja, Deke. Ich zünde nur ein paar Kerzen an. Okay. Naja, in diesem Fall eher ein paar ziemlich dicke Molotovs. Ich glaube du nicht, verstehst dass ich mich da weiter reinfahren müsste. Ja, okay. Die den Lärm. Deacon Ende. Es schneit. Oder Regen. Das alte Sägewerk. Also bei dir. Hier schneit. Das wird sicher ein Spaziergang. Hm? Okay. Ich brauche auf jeden Fall genug Fallen. Munition, Molotovs. Ich brauche so viel Zeug, wie ich tragen kann. Okay, Bruder, jetzt sag's endlich. Wo kriegst du das Kreosot her? Macht wohl Spaß, mit dem Müllwagen rumzufahren, hä? Auf jeden Fall, Mann. Okay, ja. Ich fahre jetzt zum alten Sägewerk. Da stehen ein paar Lagertanks herum. Da gibt's haufenweise Kreosot. Das alte Sägewerk? Da lungert doch eine Horde rum. Eine Riesenhorde. Ja, das ist ja eine wahnsinnige Neuigkeit.
willst immer noch sterben? Obwohl du jetzt deine Lady gefunden hast? Dick, wir holen sie zurück. Bushman, nein, nein, ich will nicht, okay? Ich mach das schon, okay? Hm? Sei einfach bereit. Ich funk dich an, sobald hier die Luft rein ist. Deacon, Ende. Ja, Unkraut kannst du am besten abflammen. Das kommt dann nicht so schnell wieder, so auf Gewickplatten oder sowas, ne? Heilen. Ja, stimmt. Heilen wäre ein guter Tipp. Heilen wäre schon mal ein guter Anfang. Ja, darfst du. Wenn es jetzt kein Tipp ist, wie ich die Horde besiege. Speichern. Kreosot, Kreosotum oder Kreosotum-Tieröl. Ah, okay. Cool. Hat er vorhin gefragt. Das hast du gemerkt? Danke. Speichern. Speichern. Und zwar Spiel speichern. Neuer Spielstand. Und schnell speichern. Du kannst zwischenspeichern und auch mal abhauen und neue Muni holen. Okay. Dann machen wir Folgendes. Dann stellen wir es hier ab. Weil, wenn ich es schaffe, bis oben hin zu laufen, irgendwie, dann setze ich mich rauf und fahre weg. Erstmal in Ruhe umgucken. In der im Haus waren doch auch Zombies, oder bilde ich mir das ein? Ich meine, hier haben auch welche drin gesessen. Bin mir nicht sicher. Das klingt nach einem Brecher. Hier ist irgendwo ein Brecher. Das ist natürlich uncool, dass hier ein Brecher ist. Ja, ich glaube, das ist ein Brecher. Ich meine, hier in dieser Hütte waren welche drin, oder? Oder sie sind eben drüber gelaufen. Das waren die, die sich bewegt haben. Ich habe sonst genug Sachen zum Herstellen. Von da aus komme ich aber nicht hier hoch. Ist irgendwo ein Brecher ist hier. Okay. Hier komme ich auch noch hoch. Ist der denn jetzt noch unter mir oder nicht? Ist doch irgendwo was. Ich sehe es nicht. Ah.
Ja, okay, aber von hier kann ich jetzt nicht wirklich viel machen. Die sind ja da drin, ne? Ja, da sitzen sie. Da oben. Ich bin auf der falschen Seite vom Gelände, kann das sein? Da ist das Nero-Camp. Kann ich hier runterspringen ohne das? Sekunde. Fertigkeiten. Nahkampf. Wo war das? Überleben. Hast du bessere Sicht. Echt mal nette Abwechslung, ein Spiel zu sehen, den Zombies nicht am liebsten Beton fressen und aus Kisten schrecken Zwischenwänden springen. Also ganz ehrlich, die Horden hier sind so Hammer. Also auch so wie die rennen. Ich weiß nicht, ob du hier schon mal eine richtige Horde gesehen hast. Die Massen und wie die sich, vor allem wie schnell die sich bewegen, sieht auch mega aus alles. Ne? Führt hier zu nichts. Boah, da will ich aber nicht. Ich glaube, ich komme von der. Ich bin auf der falschen Seite, ich bin mir nicht sicher. Ich komme hier doch nicht. Ich würde ganz gerne auf dieses andere Gebäude rauf. Da laufe ich nicht unten lang. Ich bin ja nicht blöd. Wir fahren mit dem Motorrad mal auf die andere Seite. Ich will mir das angucken. Hier habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich hier rüberkommen soll. Ich muss irgendwie auf dieses Gebäude jedenfalls, glaube ich, raus. Je weiter oben ich bin, desto besser. Was haben wir jetzt geschehen? Ich frage mich noch, weil wir in so eine seltsame Schiene rutschen konnten. Wieso? Also es war doch von vornherein aber als Zombie-Spiel ausgelegt. Meine ich. Weil hier unten rennt auch noch ein einzelner Zombie durch die Gegend. Das ist natürlich ganz kacke. Laufen sehen hier. Ja, da ist er. Aber du hast ja absolut recht. Das sind viele Freaks. Also hier ist das Camp.
fallen. Ich muss fallen platzieren. Ja, ist ja gut. Meine Güte, ey. Das meine ich mit dieser Lautstärke, die da teilweise. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Deacon, Deacon, Deacon. Wenn ich hier entlang laufe, bin ich ja schon fast tot. Aber klar, ich könnte hier rüberspringen. Hier gibt es noch ein, zwei Fässer zum Abschießen. Ich kann dann hier reinlaufen. Und sterbe dann hier. Wahrscheinlich. Wofür ist das hier? Gut. Für gar nicht. Gut zu wissen. Das ist auch für gar nichts gut hier. Naja, bedingt. Wenn man hier eine Mine platziert, kann man da drüber springen. Hm. Könnte man machen, theoretisch. Ach, das scheint mir nicht der beste Weg zu sein. Ach. Dann hier durchlaufen, durch dieses Fenster springen. Ich weiß noch nicht, wo ich Minen platzieren möchte. Bin mir da nicht so sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier durchlaufen möchte. Fallen. Annäherungsbombe. Ne, das sind auch Traktoren, ne? Wo waren die Fallen? Was ist denn das? Annäherungsmine. Was ist denn der Unterschied? Das sind aufschlüssigen Küsten. Ja, ja. Es waren noch Zeiten, als die Zombies noch. Wenn sie, sofern sie im Schatten waren, liefen, ne? Also rannten, also auch in Gebäuden. Das fand ich eigentlich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier irgendwelche Fallen ausbilden soll. Der Weg geht nur in eine Richtung hier. Okay, das ist nicht der Weg. Der Weg geht echt hier hoch. Nee, über den Zug. Irgendwie über den Zug. Ich, keine Ahnung. Auf den Zug gehe ich, da komme ich doch nicht rauf, oder? Nein, nicht. Aber ich komme hier doch auch nicht durch. Und mal liegt es an mir, oder bin ich dumm? Wie komme ich denn da hin? Gleich wird's Nacht. Oh. Jetzt ernsthaft? Todesfalle? Ja, wie ist es hier? Ja.
muss einen Laufweg haben. Ohne Laufweg geht's gar nicht. Ja, jetzt könnte ich da runterspringen und die Treppe hoch und da auf die Kiste. Ich kann doch nicht daneben. Die kommen doch sofort alle. Ah, da unten geht's durch. Ah. Komm ich da auch durch, wenn ich mich nicht ducke? Es geht so. Nicht wirklich. Mhm. Nicht die Annäherungsmine haben. Das sollte klappen. Jo, klar und tschüss. Wir sind weg. Und mein Motorradschild ist auf der falschen Seite. Herzlichen Dank. Ich komme da ja gar nicht hin. Ich schaue jetzt erstmal ab. Das bringt ja so nichts. Das Problem ist, dass die wahrscheinlich dann auf dem ganzen Grundstück verteilt sind, die Jungs. Und Mädels. Weil sie mir jetzt alle hinterher rennen schon. Wahrscheinlich habe ich die ganze Horde hinter mir. Ich hoffe, meine Ausdauer reicht bis zum Motorrad. Alter, das war jetzt unvorbereitet. Das versuche ich jetzt gar nicht erst. Gut, dann machen wir so. Hätte man den Sniper mitnehmen sollen, was? Welchen. Hm. Äh, 20 erledigt. Bleiben nur noch mal 80. Ja, so sieht das aus. Muss auf jeden Fall immer auf Ausdauer warten. Muss damit ernährt sich das Eichhörnchen. Na, ich würde schon ganz gern. Besser vorgehen, aber ich will auf das Dach darauf. Oh. Ja.
Ja. Ich gehe dann erstmal wieder. Kommen wir denn jetzt? Kann man laufen hier oder nicht? Das kann ja Stunden dauern, auf der Gemeinde. Das macht ja wenig Sinn. Wenn da nur so wenige kommen, dann macht man nicht meine Minen kaputt. Das ist ja albern. Wir müssen schon ein paar mehr von euch kommen. Sonst ist doof. Dann müssen wir mal ein paar mehr rüberkommen. Die jetzt alle einzeln abzuschicken, macht ja auch, keinen Sinn. Wie komme ich denn da oben aufs Dach? Ich muss da vorne auf diesen Balkon. Das ist das Problem. Da muss ich irgendwie raufkommen. Ich gehe jetzt eben erstmal. Ich hole mir jetzt erstmal hier Munition mal in die Ruhe raus. Waffenschrank, Primärwaffe, Munition auffüllen, kaufen, Handfeuerwaffe, Munition auffüllen. Ja, okay. Mann, ich find's gerade selber ein bisschen komisch hier mit der Horde. Irgendwie. Ein Mikrorekorder. Mal sehen. Aus der nicht schlau. Den hörst du dir jetzt nicht an. Du musst dich dran bis an den Holzstapel. Ja, wahrscheinlich. Aber ich will da oben aufs Dach. Ich will das nicht hier unten machen. Eigentlich. Naja, guck mal. So, auf jeden Fall. Stoppe ich immer in die Aufnahme.